Willst du einen Ratgeber für die Rennstrecke im DIN A4 Format haben? Wenn dich das interessiert, bleib dran, genau um das geht's in diesem Video. Also ich habe im Moment wirklich 16-eckige Augen, weil ich bin so viel vorm Computer gesessen und habe endlich 8 Stück dieser richtig, richtig geilen Tracksheets fertig. Kurze Vorstellung darüber. Wir haben so viele Leute geschrieben, sie würden gerne mit mir auf der Rennstrecke fahren, so ein Tagestraining buchen etc. Aber das kostet natürlich Geld und wir vernichten da Umkosten und ganz klar. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche was, was ich dir oder was für jeden was ist. Und zwar, dass du nicht 550 Euro am Tag Tagespauschale Training ausgeben musst, was für dich viel Geld ist und für mich eigentlich immer noch zu wenig, weil ich allein schon am Tag einen halben Satz Reifen brauche und so weiter, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich mit einem Kunden, einem Schüler, mit dir, wie auch immer, auf der Rennstrecke die Turns mache, zwischendrin Rebriefing mache, Videoanalyse etc., dann gehen wir immer diese Tracksheets durch. Also, das habe jetzt ich erstellt. Es gibt auch ein Blanko-Tracksheet und in diesem Blanko-Tracksheet malen wir gemeinsam die Linie ein. Und ich erkläre dazu an jedem Punkt, an jeder Kurve, wo es relevant ist, wo es wichtig ist, warum er zum Beispiel oder du so und so fahren sollt und nicht so und das anders machen sollt und hier würde ich in dem Gang fahren und hier würde ich nochmal kurz beschleunigen können oder kurzes Beispiel. Achtung, Highsider-Gefahr. Ausgang aus der Links-Rechts-Kombination ist eine starke Welle. In diese kommst du in der Regel am stärksten hinein, wenn du zu früh von innen der Strecke oder vom inneren Teil der Strecke weggehst. Somit bleibe noch eine gefühlte Sekunde innen und bleibe innerhalb der starken Welle. Das sind einfach so kleine Tipps, die ich dir in jeder Kurve auf diesen Rennstrecken mitgeben kann. Wir haben jetzt im Petto, also ich habe 2 Pakete. Paket 1 umfasst Brünn, Slowakiering, Pannonia-Ring und Rijeka. Paket 2 umfasst Most, Lausitzring, Hockenheimring und Misano. Das sind jetzt natürlich die Strecken, die ich am aller wirklich am besten kenne, weil es hat wenig Sinn, wenn ich dir jetzt zum Beispiel was über Oschers Leben erzähle, da war ich erst einmal. Kann ich jetzt noch nicht. Und deswegen bewusst auch erst jetzt die Strecken, die ich wirklich in- und auswendig kann, weil ich da exakt die Punkte weitergeben kann, die du brauchen wirst und mit denen du dann auch schneller wirst. Der Hintergrund dafür ist natürlich, wenn jetzt das mit diesen Tracksheets gut funktioniert und wenn ihr die fleißig bei mir holt, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, passt auf, ich miete mich jetzt beim Veranstalter ein, ohne ein Training für andere Leute zu machen und fahre jetzt meinetwegen 3 Tage in Oschersleben. Für mich. Ich fahre dort für mich, um die Strecke besser kennenzulernen, um die ganzen einzelnen Details zu lernen an der Strecke und um dann zum Beispiel dieses Sheet auch für Oschersleben, Nürburgring, Zolder, ich war noch nie in Zolder, zu machen. Das wäre eigentlich so der Hintergrund für das Ganze und deswegen auch unter anderem darfst du mich da auch gerne unterstützen, weil das bringt wiederum dir was. Die einzelnen Pakete kosten 9,50 Euro. Du kannst die bei mir auf der Homepage, also du gehst auf die Seite www.matthiasmeindl.de oder du gehst einfach in den Link unten in der Beschreibung, gehst auf Tracksheets und dann kannst du diese 2 oder ein Paket auswählen. Steht dabei, welches Paket welches ist, kannst auf Kaufen klicken, dann kommst du automatisch auf den PayPal-Link, zahlst
die 9,50 € mit PayPal und kriegst sofort einen Download-Link mit diesen Paketen. In dem jeweiligen Paket ist jeweils das befüllte Tracksheet von der jeweiligen Rennstrecke inklusive einem Blanko-Tracksheet, das du auch selber mal hineinzeichnen kannst und ein bisschen dazu kritzeln kannst, was du vielleicht im jetzigen Moment hier für eine Linie fährst, welchen Gang das du fährst, warum du hier vielleicht nicht Gas geben kannst, was du hier für Probleme hast, und dann legst du das mal nebeneinander und dann kannst du dir genau anschauen, wo die Unterschiede sind. Ich habe hier auch die Gänge angegeben. Die Gänge treffen in dem Fall meistens auf die 1000 Kubik Maschine zu, so Serienübersetzung vielleicht ein bisschen kürzer, also vorn so ein Zahn weg oder hinten ein, zwei Zähne dazu, je nachdem, so in dem Bereich, so wie es eigentlich die meisten fahren und auch ich. Es ist auch am empfehlenswerten Wert testen und es funktioniert auch auf den meisten Strecken. Oben ist auch eine Legende. Was heißt BP? BP heißt Bremspunkt. Ich habe auch Bremspunkte eingetragen, da wo es relevant ist. Also sprich, Brünnende statt Ziel, du hast 250 km/h drauf, ja, da ist ein Bremspunkt relevant. Da ist er aus dem Grund relevant, weil er schwierig zu finden ist. Wenn du jetzt so kurze Passagen hast, zum Beispiel im Omegal, wo du mal kurz wieder anziehst oder kurz ans Gas gehen kannst, da schreibe ich keine Bremspunkte dazu, weil das ist ganz stark davon abhängig, ob du da nochmal Gas gibst, wie sehr du Gas gibst, oder da möchte ich dir aus dem Grund auch nicht die Punkte immer genauso sagen, die ich nehme, weil wenn du vielleicht da bremst, wo ich bremse, gibt es eventuell für dich auch ein Problem. Also es sind auch so Gefühlspassagen, wo ich selber auch keine richtigen Punkte habe, sondern so gefühlstechnisch nochmal so eine Sekunde, zwei Sekunden nochmal ans Gas gehe, so richtig so BAM und dann wieder auf die Bremse gehe, und das ist halt so eine Routine, und da habe ich selber teilweise keine Punkte, und nicht immer auf jeder Strecke, an jeder Stelle gibt es irgendwie einen Punkt, einen Anhaltspunkt, sondern da musst du auch viel, viel mit Gefühl arbeiten. Aber es ist so viel an Informationen drin, wie nur möglich auf dieses DIN A4 Blatt gehen. Es gehört eigentlich so in jeden Werkzeugkasten von dir, wenn du auf dem Track bist, um einfach nachzuschlagen, hey, wie hat der Matthias die Linie hier gefahren? Und es gibt vielleicht jetzt auch unter anderem so den ein oder anderen Profifahrer, der sagt, ich würde hier, das ist durchaus möglich. Das ist meine Linie, so wie ich sie fahre. Es fahren auch viele sehr schnelle Profifahrer die gleiche Linie, aber es gibt durchaus andere, vergiss das nicht. Aber du willst ja was von mir lernen, und wenn du meine Videos schaust, dann weißt du, dass ich mit meinem Speed, mit meiner Sicherheit vielleicht genau das mache, was du auch machen möchtest, und deswegen solltest du das vielleicht auch annehmen. Was haben wir noch? Genau, Unterschied 600er und 1000er. Ja, natürlich, ich fahre eine 1000er, die meisten fahren eine 1000er, 600er. Die 600er Linie weicht nicht immer ganz so sehr ab. Also das darf man nicht immer verallgemeinern. Ich habe mir jetzt zum Beispiel den Hobelsberger Patrick angeschaut in Brünn. Der fährt mit der R6 da 205. Da gibt es ein Video auf YouTube. Das findest du, wenn du eingibst. Der fährt exakt die gleiche Linie wie ich mit der 1000er. Exakt. Das weicht nicht einmal ab. Das ist auf 20 cm genau fährt der dieselbe Linie wie ich in Brünn zum Beispiel. Ne? Also von dem her, das darf man gar nicht so stark bewerten. Vor allem, natürlich kannst du mit der 600er ein bisschen mehr Kurvenspeed theoretisch fahren, aber das musst du auch erstmal ausnutzen. Die Linie, die ich mache, die ist auch sehr viel auf Sicherheit bezogen. Ja? Das ist natürlich eins der obersten Prioritäten. Ich will ja erstmal sicher werden und dann kommt die Rundenzeit von ganz alleine. Aber das ist halt alles da drin. Gut, ich denke, das war's. Also ich freue mich drauf, wenn du die Paketchen, Päckchen fleißig nimmst. Es haben sie auch schon ein paar, also es sind jetzt schon ein paar verkauft. Wenn du mir in Instagram und in Facebook folgst, dann hast du sie schon gesehen seit gestern. Und vielleicht auch schon downgeloadet. Also, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, schreib's in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich, dass ich mein Wissen auf eine Art und Weise günstiger weitergeben kann, als wie mit einem Tagestraining. By the way, da stehen schon Informationen drin, die nicht in den Linienvideos drin sind. Also das ist schon nochmal
schon nochmal wirklich, wirklich mehr und ich habe mir wirklich extrem Mühe gegeben. Das ist verdammt viel Arbeit gewesen und wenn ich bedenke, was ich schon in 16.000 Rennstreckenkilometer pro Jahr an Reifen verballert habe, dann ist dieses Wissen echt günstig für euch. Also, danke euch, bis zum nächsten Video, bis dahin und ciao.